Glück auf, meine Kumpel und Malocher. Herzlich willkommen hier zur Schalke. Nennen Sie jetzt mal Live-Talk, Live-News-Show. Hier am Donnerstag, mitten in der englischen Woche. Wir haben natürlich gegen Leipzig sehr, sehr schwach gespielt. Zuvor auch gegen Frankfurt verloren. Stehen jetzt vor Köln, haben neuen Innenverteidiger, einen neuen Flügelstürmer, der auch gegen Köln dann höchstwahrscheinlich spielen wird oder zum ersten Mal dann auch spielen wird. Wie ich gehört habe, auch Salazar soll wieder zum Kader dazugehören oder die Chancen steigen, dass der da auch dazugehört. Und ja, gibt ein bisschen Hoffnung, aber aktuell nach dem Spiel, boah, tut es echt weh, gerade über Schalke nachzudenken. Und ja, bald ist das nächste Spiel vor der Tür. So, ihr seid auch alle zahlreich da. Glück auf an den Chat, Elvis, Dennis Laumann, Schalke Info und Sasa TV. Schön, dass ihr da seid. Und auch nochmal Dankeschön an die Mitglieder und Donations von Januar 2023. Werden immer mehr. Ist ja auch schon Ende des Monats. Vielen Dank an die Mitglieder Ninja Eis T04, Andy Voth, Wolfgang Petrasch, Mike Mehle, Heiko H., HG Rach, Armin Usinger, Schalke Rebell, Jesus 187 Brawl Stars und Jakob unterstrich Palme 2007. Sowie vielen Dank auch an die Donations in diesem Monat von Camo 4 Euro, Laurens 1 Euro, Jakobus 1 Euro, Okan Irgard 99 Cent und auch von Leon 04 99 Cent. Vielen Dank für euren Support. Hilft wirklich viel. Und ihr könnt auch gerne völlig kostenlos den Kanal supporten. Einfach einen Daumen nach oben reinballern. Hier unterm Video. Und gerne ein Abo da lassen, wenn ihr neu hier seid. Willi ist auch da. Glück auf Willi. Elvis. Jens ist guter Spieler und Scharke oder Skarke auch gut. Ja, also habe ich bei beiden noch so ein bisschen so ein paar Fragezeichen. Erstmal glaube ich, dass jeder Spieler uns aktuell verbessert, der vernünftig Fußball spielen kann. Ob das aber dann die Spieler sind, die uns dann am Ende des Tages retten werden in der Bundesliga, Entschuldigung, ist natürlich eine andere Sache. Skarke ist, glaube ich, wirklich ein guter Mann für das Reißsystem. Der ist wirklich schnell. Und ich glaube, Jens ist sehr, sehr gut, weil wir definitiv irgendwo einen Stabilisator gerade brauchen. Weil die Abwehr ist echt unter aller Kanone. Und da brauchst du definitiv so ein bisschen Stabilität. Matriciani hat das leider nicht mehr so gut hinbekommen wie noch zum Ende der Hinrunde, beziehungsweise zum Ende vor der Winterpause. Und deswegen, ja, braucht Yoshida da auch schon einen verlässlichen Abwehrspieler, der auch übers Tempo dann einiges auch wettmachen muss. Plus Uronen war auch sehr grausam. Uronen war so schlecht im letzten Spiel. Also ich hoffe, solange der Ovian da nicht fit ist, dass da entweder der Aydin oder der Mohr spielt, weil so eine Leistung, wie der Uronen da abgerufen hat, das ist nicht mal drittligatauglich. Und ansonsten, ja, müssen wir gucken. Vielleicht kommt noch einer. Ne, muss man auch gucken. Ich hoffe, dass es jetzt nicht beim Jens geblieben ist und dann war es das, sondern vielleicht noch ein so ein Überraschungsspieler, der dann auch nochmal so das Niveau so ein bisschen anhebt. Gut ist auf jeden Fall, dass Salazar so langsam wieder zurückkommt. Ich hoffe, dass Kral auch schnellstmöglich zurückkommt. Wenn wir Kral und Salazar im Mittelfeld haben, dann steigt die Qualität auf jeden Fall enorm. Und das ist so unsere einzige Chance, weil aktuell auf der 6 mit Lazza zu spielen, dann noch ein Drexler auch gegebenenfalls drinnen zu haben. Larsson kam auch nichts, das ist schon sehr, sehr schwach und auch gerade, ja, Larsson auch läuferisch, der hat läuferisch einen sehr, sehr schlechten Eindruck gemacht. Aber auch ein Drexler und ein Lazza sind natürlich nicht so dynamisch, wobei ich einen Drexler schon noch dynamischer sehe als ein Lazza und der geht da auch mal in die Duelle, wo es weh tut, rein. Meistens ist er das. Aber du brauchst auch so dreckige Spieler. Und ja, da ist so der Einzige, der noch so ein bisschen
über Kilometer kommt, über Dynamik kommt, ist Kraus. Und wenn der einen schlechten Tag hat wie gegen Leipzig, dann, ja, dann läuft es halt so wie gegen Leipzig, ne? So, Kurani, 16 Punkte gilt es zu überbieten, absolut. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt anfangen, Dreier zu holen. Selbst Unentschieden bringen uns in der aktuellen Lage nicht weiter. Ich glaube schon, dass einige Mannschaften anfangen werden, jetzt in Negativspiralen zu kommen. Hängt auch davon ab, wie viel Druck die von den anderen Vereinen erhalten. Ich glaube, Augsburg ist überm Berg. Also die sind sehr, sehr gut reingestartet. Bochum hat auch eine sehr, sehr gute Form, gerade mit dem Trainerwechsel. Habe ich auch sehr, sehr früh schon erkannt, dass Bochum sich da rauskämpfen wird. Könnt ihr bei Twitter nachlesen. Also ich glaube, so 2, 3 Wochen später habe ich schon erkannt, dass die in eine ganz, ganz andere Richtung gehen. Und das hat sich jetzt so bestätigt. Ja, Bochum kann aber natürlich aufgrund der Kaderqualität trotzdem noch sein, dass die bis zum Ende dann unten mitspielen werden, dass sie jetzt eben nicht mehr einen Sieg after Sieg after Sieg holen werden, sondern dann auch mal ihre Niederlagen wieder reinkriegen und dann, dass sich das so langsam alles einpendelt. Stuttgart ist so eine Mannschaft, die, glaube ich, immer mal wieder punktet. Die sind teilweise sehr, sehr blöd. Also wie jetzt letztes Spiel, dann kriegen die wieder 95. oder wann das gewesen ist, wieder den Ausgleich rein, obwohl die 1 zu 0 geführt haben. Haben da dann teilweise ganz, ganz komische Momente drinne. Und Stuttgart ist dann echt so eine Mannschaft, die sich teilweise gute Arbeit häufig kaputt macht. Kennen wir ja auch. Wobei Stuttgart da deutlich mehr Kaderqualität auch irgendwo hat. Hertha ist, glaube ich, so eine Mannschaft, die kommt in diese Negativspirale rein und das Einzige, was die retten kann, ist ein Trainerwechsel. Sandro Schwarz ist für mich schon so mit einer der schlechtesten Trainer. Ich war froh, dass der nicht zu uns gewechselt ist. Aber ja, da muss man aber auch gucken, ob der neue Trainer da so viel bewirkt. Damals ist ja der Magath dahin gewechselt und hat es noch in die Relegation geschafft. Jetzt sieht die Lage aber noch mal schlimmer aus. Wenn die da keinen guten Trainer kriegen, kann ich mir auch vorstellen, dass die Schwierigkeiten haben werden. Ansonsten, ich sehe Hoffenheim gerade so auf dem absteigenden Ast. Die haben auch einige Spiele hintereinander verloren, beziehungsweise jetzt haben die mal unentschieden gespielt, aber auch gegen einen Gegner im Abstiegskampf. Kabak fällt jetzt, glaube ich, auch aus. Also Hoffenheim kann auch da reinrutschen, aber bis wir so auf Hoffenheim-Level sind, von den Punkten her, selbst wenn die jetzt alle Spiele verlieren, dauert es ja auch erstmal, ne? Also das ist eher was für so Mannschaften, die jetzt um die Relegation kämpfen. Und selbst Werder Bremen habe ich noch auf der Rechnung, dass die viel, viel weniger Punkte sammeln werden. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Tabelle an. Ich mache mal hier so eine Tabelle auf, dann habt ihr das auch vor euch. Dann kann man das viel, viel besser besprechen. So, gehen wir mal Bundesliga-Tabelle hier bei Kicker gucken. Da ist die. Und dann springen wir da mal rein. So, ihr seid hier. Mach euch mal hier hin. Okay, so, wir haben im Abstiegskampf, also sagen wir jetzt mal bis Gladbach. Gladbach wird nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Da haben die einfach viel zu viel Qualität in der Mannschaft. Und ja, die haben jetzt zwar knapp verloren gegen Augsburg, aber Gladbach ist gefestigt. Für mich so eine typische Mannschaft im Mittelfeld. Also alle, die bei Gladbach hoffen, dass sie irgendwie um die internationale Plätze spielen werden. Es war ja auch häufig so, dass die da, oder ich habe mit ein paar Gladbachern gesprochen, die haben sich da auf jeden Fall gesehen. So, da kann ich euch auf jeden Fall enttäuschen. Nein, ihr werdet nicht um die internationalen Plätze spielen. Köln wird auch nichts mehr unten zu tun haben. Die haben jetzt gerade einen Lauf. Ich hoffe, dass der sich nicht fortsetzt, weil wir spielen ja jetzt gegen Köln. Aber die haben da genug Power mit dem Spielstil. Generell auch mit diesem guten Trainer werden die da nicht mehr unten was zu tun haben. Bremen auf der anderen Seite, die sind so eine typische Mannschaft, die keiner auf dem Zettel hat, weil die halt auch so eine super Hinrunde gespielt haben. Und die dann peu à peu immer weiter runterrutschen. Können wir bei Bremen reingucken? Ich weiß jetzt nicht, ob der Kicker das alles zeigt. Ja. Machen wir hier so ein
Neuen Tab auf. So, da fängt es jetzt langsam an, ne? 7-1. 2-1 gegen Union. Gegen Union auch sehr, sehr schlimme Abwehrfehler. Union ist ja eh nicht so die Mannschaft, die andere Mannschaften abschießt, außer du bist Schalke 04 und Schalke Corner geht das Spiel live gucken, dann ist das natürlich, kann das immer mal passieren, aber ja, hier Union, zwei Kisten bekommen, richtig schlimme Abwehrfehler habe ich auch gesehen, richtig schlimm. Hier hatten die noch Glück gegen uns, 1-0, Testspiel war das wohl, wir überspringen hier mal die Testspiele, aber auch hier, vor der Pause, gegen Leipzig verloren, gegen Bayern eine Kiste bekommen, hier knapp verloren und knapp gegen uns gewonnen. Also das sieht jetzt auch, und ich meine, gegen uns war das auch jetzt nicht, dass die uns an die Wand gespielt haben. Das ist schon so eine Tendenz, die jetzt ganz klar nach unten geht. Ich meine auch Füllkrug und Duxch, das hat sich irgendwo jetzt rumgesprochen, wie man die zu verteidigen hat. Und ja, das, sobald jetzt auch mehr Spiele verloren werden, sobald der Flow dieser Aufstiegs-Euphorie auch mal verfällt, weil so einen geilen Kader hat Bremen jetzt auch nicht, ne? Kann man den hier irgendwo sehen? Hier. So einen geilen Kader hat Bremen einfach auch nicht. Klar, die haben den guten Sturm mit Duxch und Füllkrug, haben hier noch einen Berg, der ist relativ schnell. Aber ansonsten hier im Mittelfeld haben die ein paar Talente, ja, aber da sehe ich jetzt nicht so die unbedingte totale Qualität drin. Jeder hat irgendwo so eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Und dann auch hier in der Abwehr ist eine bessere Abwehr als bei Schalke, definitiv. Auch mit Abstand eine bessere. Aber jetzt im Bundesliga-Vergleich sehe ich die jetzt auch nicht so stark aufgestellt. Ja, Pavlenka ist ein guter Torwart, der ist in Ordnung. Ne, da sind die auch, also wenn man den Kader anguckt, klar, besserer Kader als Schalke, vielleicht im Mittelfeld sind wir stärker aufgestellt, würde ich schon sagen, wenn alle fit sind, Salazar, Kral, dann vielleicht jetzt mit einem Kozuki und einem Skarke noch über außen, so wenn man, Kraus, wenn man sich unser Mittelfeld anschaut, schon stärker, aber andere Mannschaftsteile sind die besser, aber insgesamt so im Vergleich zur Bundesliga, Schalke ist ja auch nicht der Maßstab, sehe ich schon eher ja, ganz weit hinten von der Qualität. Und für mich auf jeden Fall definitiv ein Kandidat, der da unten reinrutscht. Dann Mainz ist, glaube ich, so eine Mannschaft, die werden da nicht unten zu tun haben. Die sammeln immer mal wieder Punkte. Die haben auch immer diese Spiele drin, wo die auf einmal Bayern dann schlagen oder sowas. Ja, auch gegen Dortmund 1-2 verloren. Hier sammeln die wieder unentschieden. Klar, gegen uns verloren. Hier hatten die mal paar Spiele, die verloren haben, aber Mainz wird es nicht treffen. Glaube ich nicht. Hoffenheim, schaut euch mal an, Hoffenheim war gegen Anfang der Saison noch auf Europa-League-Kurs. Und jetzt hier unentschieden gegen Stuttgart, haben die 3-1 verloren gegen Union. Und dann hier, das sind alles Freundschaftsspiele, hatten die, machen wir hier alle an, oder kann man hier nach Termine sortieren. Ja, hier kann man das besser sehen. Hier zuletzt unentschieden gegen Stuttgart, wobei die da auch den Treffer erst in der Nachspielzeit gemacht haben. Gut für uns auf jeden Fall, dass sie unentschieden gespielt haben. Jetzt so für diese Niederlagenserie von Hoffenheim hat die jetzt so ein bisschen rausgerettet, weil guck mal, hier hatten die schon 3 Niederlagen, 4 Niederlagen. Das wäre die 5. Niederlage in Folge gewesen. Also sehr, sehr schlechte Tendenz. Wie gesagt, gut für uns. Davor hatten die ein Unentschieden gespielt und da auch verloren. Letztes Spiel, wo die gewonnen haben, wie soll es doch anders sein, 5-1 gegen Schalke und nochmal 3-0 gegen Schalke. Davor auch verloren und unentschieden. Unentschieden und dann Mainz. Also die haben, wenn man Schalke ausklammert, seit September kein Spiel mehr gewonnen. Das ist auch wieder so typisch, ne? Alles verloren und zweimal Schalke hochgeschlagen und restliche auch verloren oder unentschieden. Ja, aber ich sehe, Hoffenheim sehe ich jetzt auch mit absteigender Tendenz. Also die werden, denke ich mal, früher als später von Augsburg überholt werden. Ich glaube, Bochum wird die auch überholen. Und Stuttgart, Hoffenheim, Hertha wird so ein Rennen werden.
Hertha sich mit den schlechtesten Karten. Auch Bremen wird es noch erwischen. Also ich sehe einen Augsburg und einen Bochum an den Bremen vorbeiziehen. Mainz auch. Augsburg sowieso. Augsburg hat für mich einen sehr, sehr starken Kader. Die werden, glaube ich, nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und ja, Hertha, hätten die nicht so viele Punkte schon gesammelt, also mehr Punkte als wir gesammelt, würde ich sogar sagen, die sind schlechter dran wie wir. Weil, okay, wir haben gegen Leipzig auch Katastrophe gespielt, aber klammern wir jetzt mal Leipzig aus, haben wir schon eine aufsteigende Tendenz unter Reis oder zumindest mal so die Hoffnung, dass man überhaupt Punkte sammeln kann. Das hat halt Hertha nicht, ne? Hertha spielen ja sowas von schlecht. Also hier 5-0 reingekriegt gegen Bochum 3-1. Kriegen halt auch immer so viel Gegentore. Gut, die haben jetzt gegen Köln vor der Pause 2-0 gewonnen. Aber da war Köln auch wirklich sehr, sehr schwach. Aber auch hier 2-1 gegen Stuttgart, 3-2 gegen Hertha, 1-0 gegen Bremen und dann wieder natürlich Schalke 04 als Aufbaugegner, wo die auch nicht gewusst haben, wie die das Spiel gewonnen haben, ne? Also ihr merkt es, Schalke 04 ist für viele Mannschaften so ein Gegner, wo mal überraschend dann der Sieg gekommen ist. Und hier auch zwei Unentschieden, hier ein Unentschieden, hier ein Unentschieden. Das ist halt so wenig, wenn du so wenig Spiele gewinnst. Bei Hertha ist für mich das größte Problem eigentlich so das Mittelfeld von denen, weil da kommt gar keine Kreativität zustande. Nach vorne haben die eigentlich ganz gute Spieler oder okay Spieler, die du halt einsetzen musst. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Spieler hier vorne, wo haben die viele Stürmer mittlerweile, dass die Spieler hier vorne auch jetzt nicht diese individuelle Klasse haben, um Tore im Alleingang irgendwie zu schaffen. So ein Luke Baggio zum Beispiel, der ist ja ein richtig guter Bundesligaspieler eigentlich. Und die sind alles okay Stürmer irgendwo. Aber hier aus dem Mittelfeld, da kommt halt kaum was. Suat Serdar ist vielleicht noch ein Spieler, der mal Torgefahr sorgt, das ja, aber der ist auch keiner, der andere Spieler einsetzt. Wie oft hatten wir das in der Abstiegssaison gehabt, dass Suat Serdar im Mittelfeld immer Blödsinn gemacht hat, dann hier zwei, drei Spieler ausgespielt hat, dann irgendwie draufgehalten hat und dann ist der Ball weg gewesen oder Ball dann verloren hat. Der will halt mit dem Kopf durch die Wand. Ja, der kann schon was, der ist nicht umsonst Nationalspieler gewesen, aber der spielt in meinen Augen sehr, sehr dumm. So, Kevin Prince Boateng hat keine Luft mehr für 90 Minuten. Der wäre so der Einzige, der Kreativität hat. Und der Rest ist irgendwie defensiv oder halt komplett unkreativ, so, ne? Und also Hertha ist für mich eigentlich so Absteiger Nummer 1. Dadurch, dass wir aber so wenig Punkte geholt haben. Ne, und halt auch zum Beispiel gegen Hertha dieses Spiel verloren haben. So, gegen Augsburg dieses unnötige Spiel verloren haben. Gegen Stuttgart in Überzahl nicht gewonnen haben, so, ne? Das sind halt alles so Duelle, wo wir eigentlich zumindest mal 9 Punkte geholt hätten. Dann wären wir bei 18 Punkten, wären wir jetzt bei Augsburg. Stuttgart und Augsburg hätten dann weniger Punkte und dann wäre Hertha das Schlusslicht. So, weil bei Hertha habe ich nicht diese Spiele gesehen, wo die klar besser waren als der Gegner und dann trotzdem verloren haben. Die sind irgendwie immer komplett ideenlos, komplett Schlaftablettenmodus und die sind nicht umsonst da, wo die sind. Ja, so ist das. Wir werden es sehr, sehr schwer haben. Selbst wenn jetzt alle Spieler fit werden, plus die Neuzugänge relativ zünden, dann ist es halt unser Hauptproblem, dass wir derzeit so wenig Punkte geholt haben. Denn 9 Punkte, nur um hier wieder auf 15 zu kommen und alle Mannschaften müssten verlieren, müssten 3 Spieltage vorbei sein. Also 3 Spieltage müssten wir gewinnen. Jetzt spielen wir gegen Köln, Wolfsburg, Gladbach. Oder Köln, Gladbach, Wolfsburg. So, Gladbach bin ich noch am einfachsten, aber ey, Wolfsburg werden wir nicht schlagen. Die sind gerade so stark drauf. Die sind gerade richtig gut drauf. Guckt euch das mal an. Ich sehe hier nur grün, ich sehe hier alles gewonnen. Die haben hier 6-0, 5-0. Da haben die 2-1, 2-0, 3-0, 4-0, unentschieden gegen Leverkusen, unentschieden gegen Gladbach. Dann haben die das letzte Spiel verloren im September. Union. Und wo war Schalke? Schalke zumindest unentschieden. Auswärts in Wolfsburg. Das ist rückblickend ein sehr, sehr gutes Ergebnis gewesen.
Ja, ja, das so viel zu meiner Einschätzung. Springen wir zurück. Und jetzt gehe ich wieder auf den Chat ein. So, was sagt ihr hier? Schreibt mal eure Absteiger in die Kommentare. Wer steigt ab? Schreibt mal rein. Oder wer ist neben Schalke so eine Mannschaft, die ihr unten seht? Wer sind so Mannschaften, wo ihr glaubt, dass sie unten mit reinrutschen? Ich habe jetzt genannt meine Hot Takes Bremen und Hoffenheim. Ich glaube, dass beide noch in den Abstiegskampf reinrutschen. Das hätte ja vor der Winterpause gar keiner vermutet. Und für mich auch ganz klar Hertha Absteiger Nummer 1, beziehungsweise die gehen direkt runter. Ja, bei uns ist halt einfach nur die Hoffnung, wenn wir eine Serie starten würden. Und das muss relativ früh passieren, weil wenn wir das jetzt bald nicht schaffen, dann wird irgendwann der Abstand so groß, dass du auch rein vom Kopf her da nicht mehr mitmachst. Da sagen sich die Spieler oder die Spieler denken, ja, wir schaffen es eh nicht. Da gehen die Köpfe runter, dann gibt man irgendwo auf. Das hat man ja schon als Fan teilweise. Nach dem Spiel gegen Leipzig musste ich auch erstmal, okay, das wird sowieso nichts mehr. So, aber dann schläfst du da ein, zwei Tage drüber, dann siehst du ja, okay, gegen Frankfurt haben wir es gar nicht mal so schlecht gemacht, seitdem der Reis gekommen ist. War es auch besser, jetzt kommt ein Salazar zurück, bald kommt ein Kral zurück, wir haben jetzt Neuzugänge, da geht vielleicht dann doch wieder was so. Ja, ihr schreibt eure Absteiger rein, sehe ich gerade. Willi schreibt rein, Hertha und Bremen. Hertha und Bremen. Mirkovic, hallo, ich glaube Hertha oder Stuttgart steigen ab. Kevin schreibt, Bochum und Hertha steigen ab. Zu meinen Schalke sage ich nichts. Schalke, Hertha, Bochum oder Stuttgart Relegation. Hertha, Bochum, Augsburg. Augsburg, Mike 04. Augsburg finde ich optimistisch, die jetzt noch im Abstiegskampf zu tippen. Klar sind die jetzt unten mit dabei. Aber ich glaube nicht am Ende, dass die da noch mitspielen werden. Bentley, Schalke, Bochum und Berlin. Alex, Schalke 18, Berlin 17, Bochum 16. Und X-Master sagt auch, Bremen rutscht auch noch rein. Also wir können mal wieder irgendwann jetzt gegen Ende der Saison zurück in dieses Video reingucken und dann schauen wir mal, ob da wieder die Glaskugel einschlägt. Hot Take, HSV wird Vierter. Ja, so hot ist der gar nicht. Optimistisch ist nicht Schalke zu sagen. Absolut. Also für mich geht es auch eigentlich nur um die Relegation, ne? Also alles drüber, nicht Abstieg, das ist utopisch. Da müsstest du ja wirklich drei Mannschaften noch hinter dir, drei Mannschaften überholen. Das kann ich mir kaum vorstellen, so. Ja, weil wie viele Spiele musst du dann gewinnen und wie viele Spiele müssen die anderen dann nicht punkten oder zu wenig punkten? Das wird schon sehr, sehr schwer. Und hätten wir jetzt nicht den Rückstand, ne? Hätten wir jetzt nur zwei, drei oder seien es auch nur 4 Punkte Rückstand, würde ich sagen, okay, da geht noch was. Aber wir sind ja mittlerweile so weit weg, ne? Auch zu einem Bremen oder Hoffenheim oder so. Das ist ja sehr, sehr heftig. Und dann auch noch die Tordifferenz, ne? Die darf man auch nicht vergessen. Elvis schreibt, Hertha Bochum. X-Master Schalke muss irgendwie 16 schaffen. Ja, das ist das. Bodelli, hallo, habe für den 11.3. eine Derby-Karte bekommen und das erste Mal auf Schalke. Lohnt sich dort dann hinzugehen von der Stimmung her? Ja klar, was Besseres gibt es, glaube ich, nicht. Musst du auf jeden Fall hingehen. Guten Abend, Corner, Glück auf Uwe, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal den neuen Innenverteidiger an. Moritz Jens. Gehen wir auf Transfermarkt. Schauen wir uns mal seine Karriere an, was der bisher geleistet hat. Und dann können wir auch, wo wir dann auf Transfermarkt schon direkt sind, können wir auch mal gucken, so, ob es noch Gerüchte gibt zu Schalke. Gehen da einfach mal alles durch. So. Jens, Moritz Jens, da ist der Spieler. Gehen nochmal in die Reaktion rein. So. Hier nicht die Brillenwerbung, sondern hier Moritz Jens, 23 Jahre, in Berlin geboren, 4 Millionen Marktwert. Schalke 04 hat eine Kaufoption, das ist nur eine Leihe, hat aber eine Kaufoption, wenn man die Liga hält, dann kann der Spieler von uns gekauft werden. Finde ich sehr, sehr gut gelöst, weil
Klar, wenn wir absteigen, will wahrscheinlich der Spieler nicht. Ich meine, er hat zuletzt in Glasgow gespielt. Der hat auch in Fulham und Lorient überall gespielt. Also der ist eher so ein Erstligaspieler. Hier, 6 Champions League Partien. Also der sieht sich, glaube ich, nicht in der zweiten Liga. Aber wenn wir das irgendwie, das Unmögliche möglich machen, dann nochmal die Option haben, den zu kaufen, finde ich halt richtig gut. Und so hast du das dann in der eigenen Hand, nicht so wie beim Chulinov letztes Mal. Nee, ist eine Kaufpflicht, ja, dann halt eine Kaufpflicht. Aber wenn wir die Klasse halten, dann können wir uns auch so einen Spieler leisten. Ich denke mal, wenn wir die Klasse halten, wird er auch einen großen Anteil daran haben, weil die Abwehr, die wir jetzt haben, ist ja ein Schweizer Käse. Also da, wenn der gut spielt, dann ist das schon ein enormes Upgrade, weil dann haben wir wenigstens einen hinten drin, der relativ sicher ist. Ich habe auch im Video jetzt hier in der Beschreibung, das habe ich geschrieben, Abwehrchef, weil wir brauchen jetzt einen Spieler, der die anderen Spieler stabilisiert. Yoshida ist kein Abwehrchef, auch wenn er etwas älter ist und dafür wahrscheinlich geholt worden ist, hat er es nicht geschafft, so eine Abwehr, eine Viererkette ja, zu ordnen. Da der Brunner auch nicht und Uhrun, da brauchst du gar nicht mehr drüber reden. Ne, der hat es erstmal mit sich selbst zu tun. Ich glaube, der, vielleicht ist der auch aus Frankreich jetzt in die Bundesliga, der Wechsel hat auch lange nicht gespielt. Vielleicht ist dem das auch gerade ein bisschen zu viel. Aber ja, ich glaube, der muss jetzt so die Abwehr ein bisschen richten. Ja, gucken wir mal so ein bisschen in seine Karriere rein. Also der hat in Berlin gespielt, jetzt nicht bei der Hertha, aber das ist das Tennis Borussia Berlin. TB, ja, Tennis Borussia Berlin. Jugendbereich ist dann im Jugendbereich nach England gegangen, also sehr, sehr interessant. Hat dann bei Fulham in der U21 gespielt, ist in die Schweiz gegangen. Orkan, vielen, vielen Dank. Danke fürs Mitglied werden. Vielen Dank für deinen Support. Ich nehme dich gleich auch mit auf die Tafel der Supporter. Und ja, bedeutet mir richtig viel. Danke dir auf jeden Fall. Wenn ihr Mitglied werden wollt, könnt ihr es unterm Video einfach auf den Link klicken. Und ey, ich freue mich, mit dir bald Gladbach gucken zu gehen. Schalke Gladbach. So, dann von Fulham ist er nach in die Schweiz gewechselt zu Lausanne Sport. Dann an Lorient. 3,5 Millionen, das ist schon eine ordentliche Summe. Hat ja auch 4 Millionen Marktwert. Der wurde dann nach Celtic ausgeliehen. Da ist er scheinbar nicht so glücklich geworden. Und jetzt kommt die Leihe in die Bundesliga zu uns. Mit der Kaufpflicht bei Nichtabstieg. Immerhin die Leistungsdaten. Hat zuletzt weniger gespielt, hat zum Saisonbeginn sehr, sehr viele Spiele gemacht. Hier muss man auch sagen, ne, hier zu Null gespielt, hier zu Null gespielt, hier zu Null gespielt. Also viele Gegentore haben die nicht bekommen. Hier vielleicht mal drei, hier auch mal zwei. Also wo er gespielt hat, haben die nicht so viele Gegentore bekommen. Hier, wo er nicht mehr im Kader war, okay, auch nicht so viele. Und man muss sagen, Celtic ist natürlich klar so die beste Mannschaft in Schottland. Aber er hat in der Champions League immerhin jedes Spiel gemacht. Haben da drei gegen Real Madrid bekommen, eins gegen Schachtja, drei gegen Leipzig, zwei gegen Leipzig, eins gegen Schachtja und einmal eine Packung gegen Real. Aber hält sich auch noch alles in Grenzen. Ich rede jetzt einfach von den Gegentoren, weil die sind ja schon der krasse Außenseiter. Könnt mal reinschreiben, ob ihr den verfolgt habt, als er in der Champions League war. Ich habe nämlich nicht Leipzig gegen Glasgow geguckt. Das ist jetzt nicht so eine Partie, wo ich dann da drauf schaue. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere irgendwie den mal in der Konferenz irgendwie gesehen. Oder vielleicht habt ihr ja, warum auch immer, Real Madrid gegen Celtic geguckt. Vielleicht ist hier der ein oder andere Real Madrid-Fan und hat den irgendwie in Erinnerung wegen der geilen Grätsche oder wegen den krassen Fehler. Dann schreibt es mal rein. Ist aber eigentlich voll im Saft, klar. Der hatte jetzt dann gegen Ende weniger gespielt. Aber bis November hat er eigentlich so gut wie jedes Spiel gemacht. Ab und zu mal nicht, aber der hat halt in den wichtigen Spielen, also Champions League, hat er alles gemacht. So, dann gehen wir mal die Saison davor. Guck mal, was er da gemacht hat. Ligue 1, immerhin auch 17 Spiele. Auch hier gegen Ende dann nicht mehr. Ist scheinbar so ein Spieler, der gegen Ende abbaut. Ich weiß nicht wieso, aber ja, hier auch gegen Ende dann nicht mehr gespielt.
Hat hier noch davor in der Schweiz gespielt. Gehen wir mal noch mehr zurück. Ich meine, der Spieler ist auch 23 erst. In der Schweiz hat er zumindest mal eine komplette Saison durchgespielt. Und hier hat er in der Premier League Reserve gespielt. Okay, ja, davor, weil ich überfliege das jetzt mal nur ein bisschen. Da auch Reserve. Gehen wir mal auf die Gesamtbilanz. Hat er vielleicht noch irgendwo mal einen Premier League-Einsatz? Nee, aber in der Premiership immerhin 11 Mal. Und torgefährlich ist er jetzt nicht wirklich in 143 Spielen. Ja, wobei als Innenverteidiger 7 Tore ist schon okay. Ja, das ist unser neuer Mann. Ich hoffe, dass er sofort einschlägt, dass der uns sofort besser macht. Und schauen wir mal. Was schreibt ihr denn? Nee, RB schaue ich auch nicht freiwillig. Hat er mal ein Tor? Ja, der hat in 143 Spielen 7 Tore. Ich schaue nur Schalke, also nie gesehen. Hatte er RB Leipzig zu sehen, habe ich mir am Dienstag geklemmt. Was geht? Der Stream ist gerettet. Bin sehr gespannt, aber er wirkt athletisch und scheint etwas Erfahrung gesammelt zu haben. Ich hoffe, dass der schnell ist. Das ist sehr, sehr wichtig aktuell. Weil wir haben irgendwo ein Tempodefizit und so einen athletischen Spieler. Eigentlich ist der Cissé so einer, aber der hat ja auch scheinbar mit sich selbst zu tun. Ja, hoffe, dass der auch athletisch was drauf hat. Erstmal geliked. Danke dir, Falcodinho. Danke für deinen Support. Alex, der Jens hat eine ganz gute Geschwindigkeit. Top Speed 34. Hört sich gut an. Seltsamerweise gab es ja positive Resonanz zu uns von Rose und einem RB-Spieler. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben sich einfach gefreut, dass die da, was war es, am Ende 6-1 gewonnen haben. Der Jens hat eine gute Geschwindigkeit. Perfekt. Egal, was Reis macht, allgemein gesehen, ist Laie, Spieler von Banktransfer, werden nicht gut genug und das merkt man. Ja, so, also, keine Ahnung. In unserer jetzigen Situation, wenn du überlegst, du kannst einen Spieler ausleihen, wie jetzt so ein Jens, oder halt keinen Spieler holen, dann leih ich den lieber aus. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn du jetzt Spieler einkaufst und die dann nicht einschlagen, dann ist das immer ein Problem. Zum Beispiel jetzt beim Uhren. Wenn er so weiterspielt wie jetzt, wir haben jetzt eine Laie mit Kaufoption, dann ziehen wir am Ende nicht die Kaufoption und dann sind wir alle glücklich. Ne? Und ich finde generell, den besten Transfer, was du machen kannst, ist gar nicht einen Spieler direkt holen, sondern ist immer der Spieler Laie mit Kaufoption für uns als Verein, der jetzt einen Spieler holt. Weil du kannst den mal so ein Jahr testen, wenn er gut ist, holst du den, wenn nicht, dann geht der halt wieder zurück. Aber du hast immer die Möglichkeit, weil du die Option halt hast. Ne? Das ist eigentlich wie so eine Testfahrt, wenn du dir jetzt ein Auto holst, Testfahrt, merkst du, okay, ist doch nicht so meins, dann gibst du den wieder ab. Aber wenn du überzeugt bist vom Auto, dann holst du dir das. Und genauso ist das hier mit den Laie mit Kaufoption. Also da kannst du auch ab und zu mal eine Laie machen, die dich einfach komplett besser macht. Vielleicht so ein Spieler, den du sonst nicht bekommen könntest. Da denke ich zum Beispiel an einen Kral oder vielleicht sogar auch an einen Vandenberg. Aber bei dem hat sich eher nicht so dargestellt, dass der jetzt so krass gut gewesen ist vor seiner Verletzung, dass man sagen kann, okay, da hat es sich jetzt extrem gelohnt, nur eine Laie zu machen. Und manchmal gehen halt Laien auch nach hinten, wie beim Schwolo. Ne? Also da hast du weder eine Kaufoption, noch hast du irgendwie einen Spieler, der dich dann besser gemacht hat. So, ich gehe sogar so weit, dass ein Freisel besser gewesen wäre in der ersten Liga und ich glaube auch ein Fährmann wäre vielleicht aktuell in einer guten Form. Würde sich nicht viel nehmen. Und den Fährmann haben wir langfristig unter Vertrag. Ja, so viel zum Jens. Gucken wir uns mal Skarke an. Da kann man natürlich viel, viel mehr sagen. In der zweiten Liga habe ich den ja auch gesehen. Ist ein sehr, sehr schneller Spieler. Der, was natürlich zu Reis' System gut passt. Muss man mal abwarten. Also, wir haben ja auch den Mohr aus der zweiten Liga geholt, der da auch sehr, sehr stark performt hat in der zweiten Liga. Aber in der Bundesliga hat der es halt auch nicht so
gebracht, der Mohr, ne? Der ist ja bei uns auch eher so der Auswechselspieler und ist jetzt nicht so der Leistungsträger bei uns. Ist jetzt auch nicht total schlecht, aber hat schon Schwierigkeiten, gerade auch wenn er immer als Verteidiger gespielt hat. Und das kann natürlich auch jetzt beim Skarke so passieren. Sein großer Vorteil ist halt nochmal mehr Geschwindigkeit und dass das, so ich sag mal, der Wunschspieler vom Reis ist. Ich hoffe, dass der von Beginn an einschlägt, weil das können wir voll gebrauchen. Wenn wir einen Skarke haben, der gut einschlägt und einen Kusuki, der jetzt so seine Form halten kann, dann haben wir wieder vorne so eine Offensivabteilung, wenn dann der Salazar auch dazu stößt, wo dann halt sehr, sehr gefährlich ist. Müssen wir mal gucken, was der frei macht, aber ja, hier diese Saison hat der halt gar nicht gespielt, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Hier die paar Einsätze, keine Ahnung, hier hat er auch ein paar Minuten, das ist halt gar nichts, um irgendwie einen Spieler halbwegs zu bewerten. Davor das ja in der zweiten Liga. Und das Gute bei Skarke ist ja auch, dass wir eine Kaufoption haben, hier sogar für beide liegen. Hat der 5 Tore gemacht in 19 Spielen. Waren ja auch leider nur 19 Spielen, da er sich ja verletzt hatte. Und gerade auch gegen Ende ist er dann so ein bisschen in Fahrt gekommen. Wenn wir hier mal auf die Gesamtbilanz gehen, sehen wir 16 Tore, 11 Vorlagen. Also der weiß zumindest mal, wo das Tor steht. Ist jetzt nicht so der torgefährlichste Spieler, ist auch jetzt nicht so der Spieler, der extrem viele Scores irgendwo holt. Also wir haben hier insgesamt 20, 28 Scorer in 157 Spielen, also jedes vierte Spiel mal ein Scorer. Das ist eigentlich schon wenig dafür, dass der auch viel Zweitliga gespielt hat. Aber der bringt halt über seine Geschwindigkeit, bringt halt Elemente ins Spiel, die wir nicht so haben. Und ich hoffe, dass der einfach jetzt noch irgendwo einen Sprung gemacht hat. Klar, der hat jetzt nicht viel gespielt, aber vielleicht, da er ja auch gegen Ende der Saison in der zweiten Liga auch noch mal ein bisschen besser geworden ist, da gut reingestartet ist und vielleicht in Union, ja klar, die spielen um die Champions League gerade mit, das ist auch vielleicht schwieriger, in die Startelf zu kommen, zumal die ja auch ein Spielsystem spielen, was ihm gar nicht liegt, ne? Also Union spielt ja mit zwei Stürmern. Das ist jetzt nicht so dieser Außenbahnstürmer, die spielen ja Becker, Sibatschö vorne drinne. Und das ist halt wenig Platz dann für so einen Tim Skarke, der ja der typische Flügelspieler ist. Schneller Flügelflitzer. Und ja, vielleicht gucken wir uns nochmal frei an, zu dem wir jetzt schon ein bisschen mehr sagen können. Da sind halt jetzt die Hoffnungsträger. Dazu noch der Kusuki auf jeden Fall, die wir vor der Winterpause nicht hatten. Frei halt auch 4,5 Millionen Marktwert. War eigentlich sehr, sehr gut unterwegs in der belgischen Liga. Hatte dann irgendwo einen Streit mit dem Club gehabt und hat jetzt in 2 Spielen schon einen Scorerpunkt gesammelt. Wenn man hier auf Minute runterrechnet, 88 Minuten für einen Scorerpunkt. Das sieht nicht schlecht aus. Und was auch nicht schlecht aussieht, ist, der hat in Belgien in 80 Minuten immer ein Tor gemacht. Also jede 80. Minute hat er einen Treffer gemacht. Das heißt, eigentlich jedes Spiel trifft er oder mehr als jedes Spiel. Und wenn er das ungefähr auf die Bundesliga projizieren kann, dann werden wir noch einige Tore von ihm sehen, weil dann sind wir bei über zweistellig Tore. Und das wäre natürlich sehr, sehr stark. Mir wäre es eigentlich schon recht, wenn der so einen Wert kriegen würde, jetzt auch mit Scorer, ne? Also auch wenn es nur am Ende Vorlagen sind und Tore, wenn er beides ein Scorer pro 80 Minuten hat, das wäre so Wahnsinn. Aber das ist natürlich die belgische Liga und da hatte ich auch beim Livestream gesagt, wo es auch noch um frei ging. Ich habe selber belgische Liga geguckt. Ich komme ja aus Aachen, Belgien ist bei mir um die Ecke, 5 Minuten. Bin ich mal Eupen gucken gegangen, das ist halt 10 Minuten von mir. Und da habe ich Eupen geguckt gegen noch eine andere Mannschaft im Abstiegskampf. Und das war sowas von schlecht. Also noch nie so ein schlechtes Spiel gesehen auf Erstliganiveau. Zweite Liga kann ich mich erinnern, früher Alemannia Aachen.
ab und zu mal waren da auch so richtig Dreckspartien mit dabei. Dann allerdings so Aachen jetzt, wo die dann komplett runtergereicht worden sind. Naja, aber hier Eupen gegen, boah, ich guck mal gerade in die belgische Liga. Ich kann das nicht aus dem Kopf sagen, wer das ist. So, wo sind die? Ups. Hier Jupiter Pro League. So, Eupen gegen, war das die Sulte? Eupen sogar überm Strich. Die hatten gegen Eupen dann am Ende auch gewonnen. Naja, die haben hier scheinbar unentschieden gespielt. Komm, wir gucken mal Eupen rein. Kann ich euch sagen, gegen wen ich da geguckt habe? So, das müsste Anderlecht, Brügge. Gegen wen war das nochmal? Anderlecht nicht, war das KV Mecheln? Aber ich meine, die hatten höher verloren. Gent auch nicht. Hier waren das die? Das kann sein. Ich meine, es war, das kann echt sein, aber ich meine, dass die, ja auch unten, ja, das waren die Serain. Das war echt so schlecht, das Spiel. Wann haben die gegeneinander gespielt? Ich dachte, also von meinem Kopf her war es im November, aber kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Da war ja jetzt auch WM und alles dazwischen, deswegen muss das noch mal ein paar Monate davor gewesen sein. Aber war schon kalt für so ein August oder wann das gewesen ist. Ja, auf jeden Fall, wenn er das schafft, auf die Bundesliga zu projizieren, dann gerne. Der hat ja auch sehr, sehr gut gestartet, hat mich überrascht, hat jetzt auch gut mitgespielt, auch als Stürmer, bringt halt mehr Power, mehr Intensität, mehr Athletik rein als jetzt so ein Simon Terodde. Viel, viel besser. Hat mir viel, viel mehr gefallen. Aber müssen wir auch erstmal gucken, ob der dann am Ende der Spieler ist, der uns da retten kann, ne? So, was sagt der Chat? Hoffi ist da, Glück auf. MT Frei ist halt so ein Spielertyp, den wir schon ungefähr hatten. Ich finde es schade, dass wir keinen technischen, schnellen, passstarken Stürmer haben. Ich finde auch, der erinnert mich an Polter. Ich finde aber auch, dass der im Klassen besser gespielt hat als Polter. Weil Polter hat echt technische Defizite in sehr, sehr vielen Bundesligaspielen gehabt. Polter hat definitiv auch seine Qualitäten. Der ist sehr bullig und der ist sehr, sehr stark in Kopfbällen, würde ich mal sagen. Oder wenn man so seinen Körper reindrücken muss. Aber das kann Frei halt auch. Vielleicht nicht ganz so stark wie der Polter. Aber der ist, finde ich, nochmal ja, ein bisschen schneller. Auch von der Laufstärke, von den Kilometern, die der läuft, finde ich den auch nochmal mehr. Der ist gefühlt, hat er einen größeren Radius als ein Polter und halt das Technische, was ich bisher gesehen habe. Also in der ersten Minute hat er irgendwie zwei, drei Leipziger aussteigen lassen, dann ein schönes Tor vorgelegt. Das sieht man beim Polter auch selten, dass ein Zuspieler so gut ankommt. Ich meine auch, der hat irgendwo mal so einen Lupfer gespielt, der sehr, sehr stark angekommen ist, wo der Bülter dann ins Ausgelaufen ist. Mit Ball verstolpert. Also der hat schon was drauf, hat er schon gezeigt. Ich fand auch gut, wie gut der direkt drinne war im ersten Spiel, wo der reingekommen ist, direkt die Chancen gehabt hatte. Also der erarbeitet sich auch Chancen und wie gesagt, jetzt in 80 Minuten erster Scorer. Ist eigentlich okay, ist okay, guter Einstand. Wenn er so weitermacht, ist schön. Und ja, hoffe, dass der so weitermacht. Ich wollte ja den Ocker noch aufnehmen in die Donation Box. Dann mache ich das sofort. Schreibt mal rein, welcher Neuzugang wird überzeugen, welcher Neuzugang wird nicht überzeugen. Also ich nenne jetzt mal die Neuzugänge Jens. Dann hatten wir ja den Frei, wir haben Skarke. Und ich würde jetzt auch mal Kusuki so als Neuzugang sehen, der ja davor nicht gespielt hat. Wer glaubt ihr schlägt ein? Wer glaubt ihr braucht noch was?
Und wer wird vielleicht ein Flop, wenn davon überhaupt einer ein Flop ist? Schreib's mal rein. So. Heiko FC, Glück auf, mein Bester. Freue mich schon auf das Spiel gegen euch. Ihr seid ja gerade sehr, sehr gut drauf. Glückwunsch da nochmal an die guten Spiele. Und ich hoffe, dass wir da ja diesmal ein besseres Spiel von uns sehen werden. Jamie, zockst du eigentlich mal wieder FM? Ja, also guck gerne auf meinem Zweitkanal rein. Ich poste mal auch hier rein für euch. Ist auch in der Profilbeschreibung. Also ich bin auch unterwegs auf dem Malocha Cedric Kanal. Und da gibt es auch ein Fußballmanager Let's Play. Wenn du den Fußballmanager von EA meinst, den habe ich aktuell pausiert, beziehungsweise da mache ich jetzt so Spaßprojekte. Also ich mache da so Sachen wie, was habe ich zuletzt gemacht? Einfach mal 100 Jahre in die Zukunft simuliert, geguckt, was da passiert ist. Schaut euch gern mal das Video an, was mit der Bundesliga passiert, wenn du 100 Jahre in die Zukunft gehst oder ins Jahr 2100 habe ich das, glaube ich, gemacht. Also 80 Jahre in die Zukunft. Und ich will nicht spoilern, aber das wird eine richtige Plastik-Bundesliga werden. Also das ist, wie nennt man das? Es gibt ja so Zukunftsvorhersagen, die, heißt das, Dystopie oder irgendwie sowas. Es gibt irgendwas, was positiv ist und irgendwas, was negativ ist. Weiß jetzt gar nicht, was was ist. Also über den Link kommt ihr zum Kanal. Gerne abonnieren, wenn euch sowas interessiert. Und hier auf dem Kanal gibt es Fußball-Content, der nichts mit Schalke 04 zu tun hat. Und genau, da könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn euch weiterer Content von mir gefällt. Und ja, da wird auch Fußballmanager wieder kommen. Also ich mache aktuell da eine Football-Manager-Karriere mit Schalke. Die kommt regelmäßig. Ich spiele da auch We Are Football Manager. Da habe ich auch schon einige Folgen aufgenommen. Die kommen dann ja einmal wöchentlich. Dann kommt halt noch einmal die Woche so ein Spaßprojekt mit dem EA Manager. Und sobald das Update ist, raus ist zur neuen Saison, dann werde ich wieder vermehrt dann den Fußballmanager von EA zocken, weil das ist auch so mein Lieblingsspiel. Ja, so viel dazu. Gucken wir mal rein. Wir wollten ja auch auf Transfermarkt gucken. Gibt es noch Gerüchte zu Schalke 04? Kommen noch weitere Spieler zu uns? Weil es hieß ja auch, dass der Skake-Deal bzw. auch der Jens-Deal nicht den Transfer wie heißt der denn noch? Isigor oder? Geh mal in die Gerüchte rein. Der Spieler aus Russland. Lokomotive. Also Jolson Fernandes ist Isidors. Isidor ist es. Der scheint wohl nicht zu uns zu kommen. Man hat wohl Interesse an Timo Baumgartel. Ich glaube, jetzt mit dem Jens-Transfer wird nicht noch ein Innenverteidiger kommen. Könnte aber trotzdem sein. Zumindest geht es da hoch. Ansonsten Pfeiffer. Gerücht ist komplett kalt. Tjatscha wurde ja auch mal genannt, ist glaube ich nicht. Malcolm Ejuma, davon habe ich überhaupt nichts gehört. Undav ist vom Gehalt her gar nicht bezahlbar. Seferovic, ich glaube, die ganzen Stürmer sind jetzt raus, weil freigekommen ist. Dann gab es noch einen Bunku, allerdings im November. Caligiuri hat man wohl auch mal nachgefragt. Luca Waldschmidt, glaube ich, auch nicht, hat zuletzt gespielt bei Wolfsburg. Also Waldschmidt, so einen Transfer würde ich voll feiern. Caligiuri ist halt, glaube ich, schon ein bisschen zu alt. Ist auch nicht so die beste Botschaft. In Buku finde ich ganz gut. Also jetzt rein vom Spielerprofil. Er hat auch sehr, sehr wenig gespielt in der Ligue 1. Sowas wäre halt interessant. Laie mit Kaufoption. Hat einen Marktwert von 5 Millionen. Hat jetzt 60 Minuten gespielt. Könnte man vielleicht mal ausprobieren. Ah, ich tue euch mal hier wieder zeigen, worüber ich gerade rede. Also den hier würde ich sogar feiern. Gab es Gerüchte zu Schalke 04 links außen, 20 Jahre.
Hat sogar hier U20 für Frankreich gespielt. Und das würde ich halt feiern, so ein Spieler, der hat alle Laufbahnen oder Jugendmannschaften von Frankreich durchgespielt und wir wissen alle, was für Qualität Frankreich immer wieder stellt. Hier auch zum Beispiel in der U17 22 Spielen 10-mal getroffen. Also das wäre schon ein cooler Spieler. Wenn man das irgendwie hinkriegt per Laie, wäre schon sehr, sehr gut. Malcolm Ejuma, weiß ich nicht. Feier ich, weil das ein Marokkaner ist, aber ansonsten. Er spielt halt hier, was ist da, Moldawien, Rumänien. Nicht immer so schwierig, solche Transfers. Der ist auch schon 26. War die ganze Zeit bei einem Marktwert von 150.000 bis zuletzt, bis vor ja, mittlerweile 2,5 Jahren. Und dann, klar, in Rumänien explodiert dann der Marktwert, aber weiß nicht, ob der da das Niveau hat für uns. Den fände ich richtig gut und den kann man halt auch sehr, sehr günstig kriegen. Gab mal Gerüchte um den Spieler, dass der für sehr viel Geld wechseln soll, hat auch eine Ausstiegsklausel für 60 Millionen, also das kriegst du auch nicht einfach so. Und er hat jetzt in der Schweiz nicht besonders gut performt, weil Sporting ist da aussortiert, spielt jetzt nur noch in der B-Mannschaft und Vertrag läuft aus, also da könnte man wirklich zuschlagen. Guten Spieler kriegen für wenig Geld. Was wird der kosten? Vielleicht 500.000, wenn du gut aushandelst. Und dann hast du halt eine Wundertüte. Der ist sehr, sehr schnell, der ist trickreich. Und dann musst du halt gucken, was da geht. Hat auch hier alle Jugendnationalmannschaften von Portugal durchgespielt. Auch hier muss man sagen, Portugal immer wieder gute Außenbahnspieler. Von daher, hier solche zwei Spieler. Würde mich schon sehr, sehr reizen, wenn man sowas kriegen könnte. Einen von den beiden. Baumgartel aus Union. Ist in Eindhoven ausgeliehen. Hat da aber, glaube ich, gar nicht gespielt. Könnte sein, dass man die Leihe da abbricht und man unzufrieden ist. Können wir reingehen ins Gerücht. Ist ja auch noch relativ neu, das Gerücht. Reine Spekulation von Sky. Glaube, das hat sich jetzt auch erledigt, wo jetzt der Jens gekommen ist. Wie viele Innenverteidiger sollen wir denn noch holen? Ja, also klingt jetzt nicht, dass das besonders heiß ist. Und bei Wilson Isidor habe ich gehört, dass der nach Frankreich gehen soll. Bin jetzt auch mal ins Gerücht reingehen. Hier laut dem französischen Foot Mercato hat der Ligue 1 Club sich Wilson Isidor mit einem Transfer verständigt. Ich glaube, Isidor kommt nicht mehr zu uns, wäre wirklich mal eine Alternative zu Bülter gewesen. Ja, ist, denke ich mal, durch, dass er jetzt nach Frankreich geht. Finde ich persönlich nicht mal so schlecht, auch obwohl er ein gutes Jahr hatte in Russland, ein sehr, sehr starkes Jahr. Fände ich, weil bei mir, was mich bei dem stört, ist, ich finde, der passt bei uns jetzt nicht so sonderlich gut rein. Der ist ein guter Spieler, aber der ist für mich kein kompletter Außenbahnspieler. Also es ist für mich so, wie wenn du mit einem Karaman über Außen kommst. Ne? Und das ist so, das kann okay sein, kann auch helfen. Ich sehe den auch viel, viel stärker an als Karaman. Also das würde uns schon verbessern. Aber das ist halt wieder so ein Transfer, der nicht hundertprozentig reinpasst. Der jetzt nicht so die Attribute hat, für so einen Reis einen quirligen, schnellen Außenbahnspieler zu haben. Der ist schnell, aber das ist, ich finde, das sieht bei dem, wenn der dribbelt, sieht es immer ein bisschen behäbig aus. Bei dem klebt nicht der Ball am Fuß, was so viele Flügelspieler auch haben, so die einen ganz, ganz tiefen Körperschwerpunkt haben, das hat der halt nicht. Der ist auch 1,86 groß. Ähnelt so ein bisschen an Choupo-Moting, ne, so von seiner Größe so und von seinem Tempo vielleicht noch ein bisschen schneller wie Choupo-Moting damals bei uns. Der war ja auch nicht der richtige Flügelspieler. Für mich war das immer ein Stürmer. Hatte auch bei uns die beste Zeit als Stürmer. Nur bei selbst Choupo-Moting hat meiner Meinung nach noch eine engere, bessere Ballführung als er. Und deswegen würde ich das gar nicht mal so feiern. Und ich würde sagen, hier. Wenn noch irgendwie Budget da ist,
eigentlich ein Torwart, wenn ihr mich fragt. Ich hätte gern einen anderen Torwart. Ich glaube, das ist so jetzt mit dem Linksverteidiger, solange Ove Jan ausfällt, so die schlechteste Position, die wir haben, wo wir die wenigste Qualität haben. Ne, für mich auch wieder an einem Gegentor beteiligt gewesen, Schwolo. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, Schwolo bleibt und Linksverteidiger warten wir, bis Ove Jan fit ist und Mohr oder Aydin könnten auch jetzt noch eine Alternative sein für Urun. Oder Urun spielt auf einmal richtig, richtig gut. Hat ja noch nicht mal so eine schlechte Vorbereitung gemacht. Dann würde ich sagen, hier, einen von den beiden noch. Wenn man die denn kriegen kann. Den hier entweder per Laie. Vielleicht kann man da eine Kaufoption. Den kann man sehr, sehr günstig. Ist halt eine richtige Wundertüte. Aber man muss auch mal so Transfers machen, ne? Also, oder halt einen anderen Spieler, aber der halt so ein ähnliches Profil aufweist wie die zwei. Man muss auch mal hier sowas ausprobieren. Am Ende klappt es nicht, ja, was soll großartig passieren? So, dann gibst du den Spieler halt wieder ab, der ist jung, ne, der wird schon einen Markt finden, irgendwo in Portugal oder halt einen anderen Spieler, ja, eine andere Mannschaft, sei es auch in der zweiten Liga, ne? Also, wo der Lee bei uns nicht funktioniert hat, aufgrund seiner Verletzung, ist er auch nach Rostock oder so gegangen, oder? Mal gerade, was ist eigentlich mit dem jetzt passiert? Ich meine, er ist nach Rostock gegangen, oder? Gehen wir mal nach Rostock. Oder ist er nach Kiel? Irgendwo im Norden ist er gegangen. Hier, Dongjong Lee. Spielt er da eine großartige Rolle? 6 Spieler, eine Vorlage. Da haben ja sehr, sehr viele gesagt, ja, wie könnt ihr den nach Rostock gehen lassen und so weiter und so fort. Letztendlich ist er nicht mal Stammspieler da. Also klar, der sah geil aus auf den YouTube-Videos, ne? Das sah richtig nach dem südkoreanischen Messi aus, aber im Endeffekt muss man auch immer mal so die Kirsche im Dorf lassen. Okay, so viel dazu. Was sagt der Chat? FC gegen St. Pauli sah ich mal an einem Karnevalsfreitag. So, ich gehe mal dann ins Bett. Glück auf, mein Bester. Schlaf gut. So, schreibt mal rein, wen ihr euch noch wünscht. Auf welche Position würdet ihr noch einen Spieler holen? Schreibt es mal rein, würde mich interessieren. Und lasst auch gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Wir sind jetzt 60 Leute drinne. Schaffen wir, dass der Daumen nach oben auf 50 springt? Wir sind bei 36. Geht da was? So, Alex, ich hoffe, dass wir noch einen weiteren Offensivspieler verpflichten können. Dann wäre ich mit den Wintertransfers zufrieden. Hoffi, null. Wir dürfen doch keine weiteren Laien machen, oder nicht? Weil wir schon zu viele haben, oder liege ich da falsch? Wir haben im Endeffekt, ob du jetzt noch einen ausleihst oder nicht, wenn die Qualität besser wird, warum nicht? Klar ist es gut, wenn du einen langfristigen Kader dir zusammen planst. Aber das sind ja auch eher so Geschichten Richtung Sommer. Und man weiß es, also die Saison bei uns ist ja eh schon halb verschenkt, ne? Also du kannst ja jetzt im Prinzip noch keinen vernünftigen Kader planen, außer du planst jetzt für die zweite Liga mit, ne? Aber du willst ja jetzt noch mal alles probieren, oder liege ich falsch? Wenn du jetzt sagst, du willst aufgeben, dann wäre das ja auch völlig falsch so. Ich glaube, wenn du jetzt Laien hast für ein halbes Jahr und du hast eine kriegst mehr Qualität in die Mannschaft rein, musst du das machen, weil du dann die Chance erhöhst, irgendwie drinnen zu bleiben. Und wenn du irgendwie drinnen bleibst, kannst du sagen, okay, ab Sommer machen wir dann Strich, dann gucken wir, dann fangen wir an, den Kader zu planen und dann auch langfristig aufzustellen. Gucken wir, welche Laien kann man verpflichten, welche Laien haben wir Kaufoptionen oder Kaufpflichten, und dann kannst du so langsam dir so einen Kader zusammenstellen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt zu so viele Laien, jetzt nicht noch ein Leihspieler, lieber holen wir irgendeinen Zweitliga, vom Niveau her Zweitligaspieler, mit dem du dann langfristig planst, dann wirst du auch mit diesem Zweitligaspieler auch nicht die Klasse halten. Hast dann vielleicht in der zweiten Liga einen vernünftigen Spieler, aber ja, letztendlich sieht sich ja Schalke 04 auch irgendwo in der Bundesliga, selbst wenn wir runtergehen, ne? Also wenn du da die Qualität kriegst in diesem Moment nur per Laie, dann musst du das machen. Und was ich immer sage ist, Laie plus Kaufoption, habe ich eben auch gesagt, ist besser als einen Spieler direkt zu kaufen, weil du da immer eine Sicherheit drin hast. T-Way X, bin jetzt gekommen. Wie findest Jens? Wir brauchen Koulibaly, dann finde ich die Transferphase voll stabil. Wäre auch, ja, ein Wunschkandidat von mir. Ich habe ja eben zwei Spieler vorgestellt, wo
Gerüchte gibt bei Transfermarkt, und Koulibaly wäre halt auch so ein Spieler, der ziemlich ähnlich oder auch in so ein Profil reinpasst. Klarer Flügelspieler, gutes Tempo, dribbelstark. Das ist halt auch Koulibaly und würde ich auch feiern. Ich habe aber gehört, dass der bei Union Berlin im Sommer im Gespräch sein soll, und gegen die da mitzuhalten ist auch ein bisschen schwierig. Willi, ganz ehrlich, keine Transfers mehr, lieber Cissé wieder rein und top, Kosuki und Ivan, Salazar wieder fit und Kral. Dann sind wir mit den Spielern, die wir jetzt haben, gut besetzt. Ja, also ich finde auch, wenn alle fit sind, haben wir einen guten Kader. Aber so ein Spieler in der Offensive, der so das besondere Etwas hat oder nochmal so ein Risikotransfer, der entweder richtig einschlägt oder halt eben nicht, fände ich gar nicht mal so schlecht. Hoffi, nein, ich hatte gelesen, dass wir mit Jens eine maximale Anzahl von Leihen, die erlaubt sind, erreicht haben. Kann aber auch falsch sein. Ist das echt möglich? Also ich glaube, dass da gibt es gar nicht so diese Vorgaben, weil ich meine, dass Frankfurt hatte ja wirklich mehr Leihen mal gehabt. Gucken wir, ob das gibt. Maximale Leihen Bundesliga. Ein Verein darf zukünftig während einer Saison nur drei Spieler an einem bestimmten Club ausleihen. Okay, das ist ja egal. Also da, du darfst drei Spieler verleihen, aber ausleihen steht hier nicht. Leihspieler Eintracht Frankfurt. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Findet man jetzt auch nicht auf die Schnelle in Google, deswegen kann ich nicht sagen. Denkst du, Kusuki würde mit runtergehen? Auf jeden Fall. Top wünsche ich auch sehr den Durchbruch. Ich auch. Also ich könnte mir vorstellen, in der zweiten Liga, falls wir runtergehen, könnte ich mir so ein Sturmduo oder Trio vorstellen. Terodde, Piringer und Top. Das wären für mich meine drei Zielstürmer in der zweiten Liga. Dann würde ich natürlich auch so einen Bülter noch mitnehmen, der aber auch eher so ein Außenbahnspieler auch ist, den du aber auch in die Sturmspitze reinstellen kannst, gerade für so einen Doppelsturm. Und da ist man gut, gut aufgestellt. Wenn wir jetzt noch ein Jahr Bundesliga spielen sollten, würde ich mich, glaube ich, von Terodde trennen wollen, weil ich glaube, für die Bundesliga dann auch noch ein Jahr älter, glaube ich, reicht es nicht mehr. In der zweiten Liga auf jeden Fall. Da machst du nichts falsch mit ihm. Und wenn es mit ihm da auch nicht mehr klappt, in der zweiten Liga hast du ja immer noch den Piringer und dann noch einen Top und noch einen Bülter. Also das sollte reichen. Und ja, ich glaube, ein Karaman, da sollte man versuchen, sich spätestens im Sommer zu trennen. Ich glaube, wenn jetzt auch langsam die ganzen Spieler alle fit werden, glaube ich nicht, dass er nochmal so viel spielen wird. Weil Kusuki ist schon gesetzter als er. Jetzt noch mit Skarke kommt noch ein Spieler rein. Bülter sehe ich auch vor ihm. Und in der Sturmspitze haben wir Frei und Terodde, die vor ihm sind. Also ich glaube, der wird kaum mehr Spiele machen. Der will dann, glaube ich, auch nicht auf der Bank sitzen, hoffe ich zumindest. Und Polter weiß ich nicht, wa? Ich weiß es nicht. Polter ist sehr, sehr teuer. Und ich hoffe, dass der irgendwo noch einen Markt hat in der Bundesliga, wenn, falls wir absteigen, dass sich dann so ein Bochum sagt, okay, wir holen Polter zurück oder irgendeinen Verein. Weil ein Polter mit dem Unterhalt dann auch nur in der zweiten Liga, dann musst du quasi dann wahrscheinlich auf einen Terodde verzichten. Ich hätte lieber einen Terodde so als erfahrener Identifikationsspieler, der Rekordschütze in der zweiten Liga ist, mit runtergenommen als ein Polter. Etwas spät, aber besser als nie. Grüß dich. Palle, Glück auf. Schön, dass du da bist. Millionen kann sich Schalke im Sommer eigentlich gar nicht leisten. Schlechter Deal, meinst du mit Jens? Stimmt das mit den 4 Millionen? Finde ich auch sehr, sehr viel. Wir dürfen nur nicht mehr so auftreten wie Dienstag. Wie kann das eigentlich überhaupt passieren? Hätte Reis nicht früher wechseln müssen? Er hätte eigentlich zur Halbzeit hätte der schon die maximalen Wechsel durchnehmen können, ne? Also sind wir mal ehrlich.
Schalke bleibt erste Klasse und jetzt Klappe zu, hoffentlich. Würde mich mega freuen. Und ja, ich würde sagen, soweit so gut. Ich würde sagen, kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ja, bald geht's ja weiter. Wann haben wir das nächste Spiel? Sonntag, ne? Wir haben jetzt Donnerstag. Weiß nicht, ob ich morgen oder Samstag streamen werde. Kann gut sein. Falls ich nicht streamen werde, werde ich aber auf jeden Fall versuchen, einen Vorbericht zu machen zum Spiel. Und dann sehen wir uns Sonntag auf jeden Fall im Stream wieder. Checkt auf jeden Fall auch die anderen Kanäle ab. Malucha Cedric und Calcio Corner, beide in der Profilbeschreibung. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. War echt eine klasse Runde hier wieder. Cool, dass so viele Leute auch zur, ja, nicht späten Stunde, aber ja, zum schönen Abend hier, zur Late-Night-Show dabei sind. Und ja, dann einen guten Abend und gucken wir mal, was am Sonntag dann so geht. Ciao, ciao.